Gut, Shalom Aleichem. Kannst du mich bitte eine Tasse Tee machen? Warum ja? Ja, danke. Hast du ja gesagt, das gefällt mir. Nein, 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 braucht man nicht. Aber danke, darum geht's. Aber was war die erste Reaktion? Also, überlegt. Du überlegst, aber gleich danach, was hast du gesagt? Ja. Ja. Und das ist genau meine Schiur. Und die zweite Reaktion ist die richtige, besser als die erste. Die erste ist ein bisschen weltliche und die zweite ist jüdische. Und deshalb ist zuerst gekommen die weltliche Antwort. Warum? Weil du bist schon ein bevollmundeter Junge, der nicht ein Kellner. Und die zweite war eine jüdische Einstellung. Und darum geht's, okay? Ich zitiere euch einen Midrash von Midrash Rabba. Amar Rabbi Abba, a Kohen bar Papa. Rabbi Abba, a Kohen. Weißt du, was ist Kohen? Ein Priester, ein Kohen. Bar Papa, der Sohn von Papa. So heißt er. Ist er so? Ja, Papa. Gibt so einen Namen in Hebräisch auch, bis heute. Papa und Abba. Ich kenne einen Mensch, der heißt Abba. Ich weiß nicht, aber wie seine Kinder nennen ihn. Und er heißt Abba. Vielleicht auf Jiddisch, Tate oder Daddy. Aber ich habe einen Nachbarn in Israel, der heißt Abba. Hast du mich inspiriert für die Frage? Warum soll er Ben heißen? Gut, Ben ist kein Problem. Den Kind darf man beim Namen nennen. Ich darf mein Kind nennen Ben. Aber stell mal vor, ein Papa hat ein Kind, der heißt Papa. Okay, ist egal. Tochter, komm mal her. Oder Abba, ist egal. Nein, interessant, wie nennt man diesen Namen? Es gibt zwei Leute, wo ich wohnte, die heißen Abba. Eine heißt Abush, hat man von Abba gemacht, Abush, und der zweite heißt Abbe. Abbe ist nicht Abba, vielleicht hat man das so ein bisschen gequetscht. So wie, Sie wissen, gibt so, es ist nicht gut im Judentum, dass Namen hat dieselbe Männer und Frauen. Dass Männer und Frauen tragen dieselbe Namen. Deshalb fügt man immer ein He. Michael, Michaela. Daniel, Daniela. Gabriel, Gabriela. Und man macht das immer so. Sharon. Sharon, Sharona. Die lassen bei Sharon, Sharon, es ist nicht so gut. Es ist nicht so gut, nicht so gesund. Gerade bei Frauen, meine Frau ist sehr gut, dass sie hat ein Aleph oder ein He in ihrem Namen. Ja? Also Aleph oder ein He, ja? Ist es wegen dem Gottesnamen, dass dein He rein ist? Nein, weil He ist immer weiblich. Yelet, Yalda. Ja? Bachur, Bachura. Naar, Naara. Zaken, Skena. Also immer kommt weiblich Hey. Hey ist eine weibliche Buchstabe. Rabbi, Rabbi. Da. Was? Rabbanit. Nein, in die moderne Hebräisch sagt man Rabbi, in Jiddisch sagt man Rebetzin. Weil Rebetzin ist nicht ein Titel. Eine Frau hat nicht Autorität von Rabbi. Eine Frau kann nicht Rabbi sein. Rabbi ist nur Männer, so wie Moshe Rabbeinu bis heute nur Männer sind Rabbanim. Aber Rabbanit ist nicht die Was? Frau, die was gibt? Ich weiß nicht, was gibt nicht. Ich habe nur den Shulchan Aruch und in dem Shulchan Aruch und in dem Talmud und in die Mishnah ich habe gesehen nur Rav und Rabbi. Und Rabbiner. Anders habe ich nicht gesehen. Wenn du mir zeigst in Mishnah oder in Talmud oder in Shulchan Aruch oder in Zohar, das gibt es was anderes, will ich überzeugt sein. In modernen Hebräisch, ich kenne das so, dass Rabbi. Also in die modernen Hebräisch, manche versuchen vom Wort Rabbi zu machen, Rabba. Oder Rabbanit. Ja, aber da macht man von der Tradition ein Witz und einen unseriösen. Neue Welt. Also in die Schriften, in die normale Judentum gibt es nur Q
guck mal die Überlieferung von Torah, wir haben gelernt bei Pirkei Avot, Moshe kibbel Torah mit Sinai, Mosara li Joshua, Joshua li Skenim, Skenim li Nevi'im. Guck mal auch auf die ganze Liste von unserer Tradition bis heute. Es war Prophetinnen, stimmt? Nevi'ah, das gibt's. Prophetinnen gibt's. Tzadikot gibt's. Tzadik, Tzadika, Navi, Nevi'ah. Ja, das gibt's, das gibt's. Ja. Und ein Rabbi und ein Rebetzin. Rebetzin ist eine Frau, die verheiratet mit einem Rabbi. Ja? Und ein Beweis, wenn es gibt solche Moderne, die wollen so Frauen als Rabba machen und der Mann wird nicht jetzt Rabbi. Das zeigt, das ist keine, das ist ein Titel und nicht eine wesentliche Aufgabe. Wenn ein Rebbe ist ein Rebbe, automatisch seine Frau ist Rebetzin. Stimmt? Automatisch. Jeden Rabbiner, auch in unserer Gemeinde, gibt es einen Rav Susan, seine Frau ist automatisch Rebbe, Rabbanit Susan. Gibt es Rabbiner Gurevich, seine Frau ist Rebetzin Gurevich. Gibt es Rabbiner Havlin, seine Frau ist Rebetzin Havlin. Also jeden Rabbiner. Es war ihr Rabbiner Klein, er war der Mann, wie ist seine Frau? Rebetzin Klein. Also immer. Also ich persönlich mag nicht, mir ist lieber nicht immer mit einem Titel wirken, mit Rabbiner oder mit Rav, aus zwei Gründen. Eins, ich möchte mit euch in demselben Ebene lernen. Und wenn jemand hat so ein bisschen hohe Autorität, ist er schüchtert sich zu fragen und schämt sich. Und das will ich nicht. Ich bin euer Lehrer und wie ihr wollt, ihr könnt mir sagen, Rav Raskin, aber ich will nicht Rabbiner oder Rav ist so ein Reb. Das ist so ein nettes Titel, ich kann damit leben, aber ich mag nicht Rabbi. Sollte ich nennen Rabbi Shlomo oder Rabbiner Shlomo. Rav Raskin kann ich damit gut leben. Oder Rav Shlomo, auch okay. Weil Rav ist so ein edler Titel. Und meine Frau ist Chani, so heißt sie. Braucht nicht zu sagen Rebetzin Chani oder so, weil es gibt ein Amt, Leute, die das als Amt machen und Leute, die das als Überzeugung und gute Wille und die erleben diese Sache. Aber wir sind noch nicht begonnen, das, was ich wollte. Ich habe nur begonnen, das war ein Mann, der ist Rav Abba HaKohen, der Sohn von Papa. Rabbi Abba HaKohen, der Sohn von Papa, sagt, als ich habe gesehen, eine Gruppe von Menschen kommen gegenüber mich, ich bin gegangen von einem anderen Weg, dass sie mir nicht sehen, dass sie nicht aufstehen, dass sie nicht mir Ehre geben und stoppen. Also gibt es Menschen, wenn sie sehen einen Rabbiner, sie stehen auf, sie geben Kavod und Ehre. Und wenn er ist gekommen zu einem Ort, wo Menschen dann gesessen, er ist gegangen zu einem anderen Zimmer oder umgegangen, sollen die Leute ihn nicht sehen. Warum? Um nicht die Leute zu belästigen, dass sie aufstehen müssen und ihm Kavod zu geben. Und Rabbi Abba HaKohen Bar Papa ist gegangen zu Rabbi Yossi ben Rabbi Zvida und er hat das erzählt, Rabbi Yossi ben Rabbi Zvida, das was er hat gemacht. Rabbi Yossi ben Rabbi Zvida hat ihm gesagt, du machst nicht richtig, nicht korrekt und sogar unerzieherlich. Du musst vor die Leute gehen, dass sie dich sehen, dass sie aufstehen und so bringst du die Leute zum Gottesfürsten und zum Ehre, zum Lehrer und zum Rabbi. Habt ihr verstanden, was steht geschrieben? Also gibt es zwei Thesen. Es gibt die These von Rabbi Abba HaKohen Bar Papa. Das ist eine These von Lehrer oder Rabbis. Es gibt so Eltern, die sagen ihren Kindern, ah, du kannst locker sitzen auf meinem Platz. Es gibt Eltern, die wollten nicht ihre Kinder für etwas bieten. Glas Saft oder Sprudelwasser kaufen
oder einen Kuli zu schreien oder einen Post zu laufen. Sie wollen nicht belästigen ihre Kinder. Und genauso gegenüber dem Publikum. Sie wollen nicht den Leuten für Ehre geben, dass sie aufstehen. Sie wollen auch nicht von den Schülern sagen, mach mir eine Tasse Tee. Weil sie haben Angst, oder Schüler sagen, warum? Oder wieso, was bin ich dein Freier? Geh selbst und mach dir einen Tee. Das sind die Leute, die gehören zum Partei von Rabbi Abba Kohen Bar Papa. Das sind diese Gruppe, die gehören zu dieser Partei, die glauben, sollen die Schüler, sollen die Kinder, sollen die Erzieher nicht disziplinieren zum Ehre und Disziplin. Und es ist kein Wunder, dass in dieser Welt gibt es so viel Frechheit. Warum gibt es so viel Frechheit von Kindern zum Lehrer? Warum gibt es so viel Frechheit von Kindern zu ihren Eltern? Weil die Eltern haben Angst und befürchten, die Kinder für etwas disziplinieren. Wenn man geht zum Armee oder zum Polizei und der General sagt etwas, der Soldat, sagt er ihm warum oder sagt er ja? Yes, sir. Yes, sir. Warum nicht warum? Weil es gibt Respekt. Und wie erreicht man den Respekt? Nach der Idee von Rabbi Yossi ben Rabzwide, der Lehrer ist selbst schuldig, dass er hat keinen Respekt, weil er hat nicht Respekt verlangt. Wo werden die Schüler wissen, dass man muss Respekt geben? Sie werden das nicht von alleine wissen. In dem Moment, wenn du trainierst von den Schülern Respekt, nächstes Mal, wenn ich sage, mach mir Tee, was wirst du sagen? Ja. Ja? Ja? Oder noch schöner, ja, sehr gerne. Oder ja, yes, sir. Aber yes, sir, klingt so ein bisschen Disziplin. Was muss ich, ja bitte? Und zwar nochmal zu den Respekt, zu den Lehrern. Ja. Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht. Aber bei uns ist es oft so, dass wenn sich dann Schüler zum Beispiel beschweren, bei der Schulleitung oder sowas, dass die Schulleitung dann nicht hinter den Lehrern steht, sondern die Lehrer dann von der Schulleitung Ärger bekommen, obwohl sich die Lehrer Respekt verschaffen wollen. Ja, das kann man auch immer auch an diese Respekt verschaffen. Und wenn die Eltern kriegen nicht Respekt bei ihren Eltern, was geht mich an jetzt ihre Hierarchie? Meine, wenn du bist jetzt mein Lehrer, du bist jetzt mein Gott. Ich muss von dir Respekt haben. Wenn du bringst mir jetzt etwas bei, gebe ich dir Respekt. Jeder, der mir etwas beibringt oder lehrt oder gibt, gebe ich ihm Respekt. Und wenn er sagt, mir etwas zu tun, tue ich. Du sitzt im Bus und der Buschauffeur sagt dir, mach bitte deinen Gürtel an. Sagst du nicht warum? Sagst du ja, ich mach's. Wenn du nimmst raus im Bus Zigarette, und der Buschauffeur sagt, mach aus die Zigarette. Was machst du? Aus. Warum? Weil momentan, er ist der Disziplinierte, er ist derjenige, der das tut. Okay, ich erkläre euch jetzt die Sache. Es gibt oberflächliche Gedanken und tiefe Gedanken. In den oberflächlichen Gedanken, viele Eltern und viele Lehrer wollen nicht ihre Schüler belästigen und sagen, in den alten Zeiten, wenn ein Lehrer kam in die Klasse, alle sind aufgestanden und der Lehrer ist gestanden beiseite und dann hat man gesagt, bitte sich hinsetzen. Nun, wir sind gekommen zu einer modernen Welt und es gibt viele Lehrer, die sagen, ach, lass. Wenn sie stehen und sitzen, ist noch doppelt Balagan, sollen sie sitzen und alles in Ruhe. Interessant, im Kindergarten noch, sagen die Kindererzieherin jetzt, alle Kinder sitzen mit verschränkte Arme. Setzen Sie bitte alle mit verschränkten Armen. Nun? Okay. Sehr gut. Habt ihr gelernt? Sehr schön. Danke. Es geht um die Idee jetzt. Normalerweise ein Mensch. Okay, was ist jetzt die Ursache, die Grund? Lass uns jetzt vertiefen. Ein Mensch will nicht, normaler Mensch mag nicht, dass man sagt, ihm was zu tun. Das ist die Natur von einem Mensch. Und ein Beweis, wenn ich sage jemand, bring dem Wasser, ist er schon sauer.
Weil es fehlt ein Wort. Bitte. Was macht bitte? Bitte bedeutet, du bist nicht mein Sklave, ich bin dein Sklave. Bring mir die Flasche Wasser, bitte. Bitte habe ich die Sklavestellung geändert. Anstatt soll er mir bringen und er soll sein meine Sklave, ich habe ihm so eine Bestellung gegeben, der ist nicht meine Sklave, ich bin seine Sklave, ich habe um was gebetet. Stimmt, was ist bitte? Bitte bedeutet, etwas zu bitten, zu beugen. Ich brauche dich. Kannst du mir bitte dem Wasser bieten? Und dann macht man das mit super Höflichkeit und Beugen. Und wenn du bringst das, was sagst du? Danke, vielen Dank. Ja? Jetzt stellt sich die Frage, wenn ein Richter kommt rein in den Saal, was machen die Leute? Aufstehen. Warum stehen sie auf? Aus Respekt. Ist der Richter was, ein besonderer Mensch, ein Superman? Nein. Der Gericht ist schlau. Der Gericht weiß, du musst unbewusst erkennen, dass die Methode von Rab Abba Akoin Bar Papa ist eine Richtung. Es ist nicht absolut diese zwei Wege. Es gibt eine Diskussion, was ist besser. Manche glauben, besser ist zu sein locker, freundlich, in Augensebene, so wie ich probiere. Manche sind davon nicht glücklich. Manche mögen nicht diesen Weg. Manche sagen, nennen mich bitte Herr Rabbiner. Oder wie in Ivrit, Kvod Harav. Habe ich euch eh gesagt, sollte mir sagen, Kvod Harav Raskin, sehr geehrter Herr Raskin. Nein, warum? Weil ich glaube noch momentan in der Richtung von Rab Abba Akoin Bar Papa, dass man braucht nicht zu verlangen Ehre. Ehre soll man nicht verlangen, Ehre soll man sich erarbeiten, weil da kommt von inneres Wertschätzung. Was heißt das? Gibt es Ehre nach außen und in inneres ist eine Missachtung von Gefühlen. Weißt du, was ich meine? Manchmal gibst du jemand eine Ehre, ob das ist jetzt Lehrer oder Rabbiner oder Richter, aber du denkst über diesen Person im Herzen keine Wertschätzung, null Anerkennung wirklich. Aber du musst aufstehen, du musst sitzen, das heißt, du bist, er ist über dich und du musst machen das, was er will, aber du hast nicht wirklich inneren Respekt für diesen Person. Und daher kommt die Diskussion, was ist Respekt? Ob Respekt ist äußerlichen Benehmung, die man sich immer sagen, setzen, stehen, geh, bring, tu, solche Rituale von Disziplin. Nach Rabbi Yossi bei Rabbi Zvida, ja, die Hauptsache wichtig, was du tust. Nach Rabbi Abba Akoin Bar Papa, er sagt nein. Das Wichtige ist nicht nur die äußerlichen Benehmung, sehr geehrte und so Titelwörter und im Herzen so, was ist das Gegenteil von Ehre? Missachtung? Ja. Missachtung. Ja, die Frage ist, was ist Respekt? Ob Respekt ist eine äußerliche Benehmung oder Respekt ist eine innerliche Wertschätzung. Verstanden, was ich meine? Habt ihr verstanden oder nicht? Welche Meinung von den beiden gefällt euch mehr? Von Rab Abba Akonot oder von Rab Yossi Ben Zvida? Was wollt ihr von euren Kindern? So mehr Respekt haben oder mehr Wertschätzung? Ich bin mit seinem Kompromiss. Was willst du? Ich bin ein Kompromiss, ja. Kompromiss von beiden, ja? Also ich würde eher darauf aber durchschreiben, weil wenn man sich nicht erarbeitet hat, dann auch nicht verdient. Okay, ich bin eh in diese Richtung auch persönlich, ja? Also ich bin auch für den Kompromiss, also dass eine Wertschätzung vorhanden ist und daraus mehr Respekt folgt. Das wollte ich heute, du hast im Prinzip den Titel vom Shiur beendet. Du hast meine Idee voll nach meinem Spiel, wo ich wollte meinen König bringen. Du hast mir
gesprungen zur anderen Seite von Damme, wie heißt das? Kennt ihr das manchmal, wo man dem Ganzen... Ja, aber ich will noch hören. Ähnliches. Noch jemand? Will was sagen, bitte? Ich will noch was sagen. Ohne Respekt? Nein. Ohne Respekt kann man keine Wertschätzung. Ja, das hängt zusammen, weil wenn man jemanden wertschätzt, respektiert man ihn automatisch. Ja, wenn du für den Lehrer immer stehst und du siehst, so, du beginnst dann zu wertschätzen? Nein, ohne Wertschätzung, ja, ja, ja. Ohne Wertschätzung gibt es keinen Respekt. Das hat er gesagt, das war genau seine Meinung. Aber wenn es Respekt gibt, dann gibt es auf jeden Fall eine Wertschätzung. Nein, das wollte ich sagen. Nein, andersrum. Wenn es eine Wertschätzung gibt, gibt es auf jeden Fall Respekt. Oh, das ist genau die Diskussion. Nach Rab Abba Kohen Bar Papa sagt er ja. Rab Yosef Berzvit sagt nein. Man muss, es ist unsere Aufgabe als Erzieher, das Herziehen. Was ist Erziehen? Herziehen. Ziehen diese Kräfte vom Respekt und das Wünschen. Ich bin nicht euer Freund. Ich bin immer noch euer Lehrer. Und die Frage ist, wo ist die nette Beleuchtung zwischen Autoritäten und freundlicher Miene und Wesen? Verstehst du, was ich meine? Das ist hier die Diskussion zwischen die beiden. Deshalb, manchmal ist es besser zu sagen, die Schüler, steh bitte auf, mach Kaffee, bring mir eine Kuli. Heute ist die Welt geworden so ein bisschen beängstigt. Und Lehrer und Eltern reden zu den Kindern so erniedrigt. Wenn du Zeit hast und es nicht so viel ausmacht unterwegs zur Schule, oder wenn du gehst zurück, kauf mir ein paar Kartoffeln, könntest du bitte, was? Pünktlich kommen. Ja, und deshalb geht das sehr viel, was ist? Deshalb geht das auch viel verloren. Deshalb sehen wir hier eine Diskussion, was ist wichtiger, Respekt, wir haben Yossi, äußerliche Benehmung, oder wir haben Abba, Akoen Bar Papa. Er sagt, ich will nicht belasten, ich gehe Umwege. Und Umwege ist die Hauptsache, ist die Wertschätzung ist da. Und bis heute ist es so geblieben, unklar diesen Weg. Zum Beispiel bei den sephardischen Juden, alles was betrifft Ehre zum Rabbiner, ist großer Respekt. Immer wenn er kommt rein, alle stehen auf, sie küssen seine Hand und sie zeigen äußerlichen Respekt. Was ist mit der Wertschätzung? Weiß ich nicht. Es gibt andere, die zeigen nicht unbesonderes Respekt, wenn sie reden mit einem Lehrer oder mit einem Rabbiner oder mit Älteren. Sie haben so eine Missachtung im Herzen. Die Frage ist, wo soll man beginnen? Mit äußerlicher Trainierung oder mit innerlicher Trainierung? Also diesen Argument wollte ich euch heute teilen. Es geht auch von, weil Moshe Rabbeinu hat gesammelt 70 ältere Leute. Und steht geschrieben, dass kurze Zeit vor Moschiach wird kommen, ältere Leute müssen aufstehen und geben ihren Platz für die Jugendlichen. Also wir sehen schon heute solche Veranstaltungen, dass ältere Leute sitzen, kommt irgendein junger Oberbürgermeister, ein anderer Pischer, ein großer Politiker, geht da rein und alle stehen auf, inklusive ältere und weise Leute. Warum? Weil er ist jetzt geworden der Moshe Groß. Und im Judentum ist noch immer geblieben Respekt zu Eltern, zum Lehrer. Und interessant, wenn einer hat nicht Respekt zu seinen Eltern, hat er nicht Respekt zu Gott. Wenn einer hat nicht Respekt zu Gott, hat er nicht Respekt zu seinen Lehrern. Es ist immer eine Dreierkette. Dreier. Es ist immer miteinander verbunden. Ich kann mich nicht vorstellen, einen Schüler, der zu Hause ein Zadik Marzipan und nur in die Schule ein wilde Chaya. Gibt's nicht, was ich kenne. Normalerweise, wenn ein Kind ist wild in die Schule, ist er auch wild zu Hause. Ich kenne auch nur die zu Hause. Die nur zu Hause wild? Zu Hause sind, aber in der Schule nicht. Das nennt man
Denn vielleicht kriegen sie nicht zu Hause genug Aufmerksamkeit. Mit seinen Freunden so. Gut, bleib mir gesund und bleib mit Respekt und mit Wertschätzung und zu Hause und in die Schule und zu den Freunden und zu allen.